Kibam, Leute, und herzlich willkommen zur letzten Aufnahme von Mass Effect 2. Ich bin ein bisschen reumütig, da bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, weil dass es so schnell vorbeigehen wird, hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben noch eine Mission vor uns. Zur Information, ich habe das Gewehr Widow noch erforschen lassen. Und ich werde euch jetzt sagen, was wir tun. Wir werden vor einer kleinen Mini-Mission, die noch folgt, mit unseren Partymembern reden und danach nochmal. Also fangen wir jetzt einfach mal mit Morden an. Hallo Morden. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Indem Sie mit mir reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Medizinische Angelegenheit. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Erkenne, dass das ein großer Schritt für Sie ist. Schon früher fühlten sich andere Spezies zu mir hingezogen. Seltsames Gefühl. Bin nicht interessiert. Sie machen Witze. Moment mal, Morden. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik. Okay. Noch was? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja. Denke derzeit sogar über persönliche Angelegenheit nach. Habe Anruf von Neffen. Selbst ein vielversprechender Genetiker. Gerade 16 geworden. Arbeitet an der Universität. Tritt in meine Fußstapfen. Musste lügen, was meine Beschäftigung angeht. Glaube, er wurde misstrauisch. Ist aber egal. Trotzdem schön, seine Stimme zu hören. Okay, war nett. Freut mich, dass Sie mit einem Familienmitglied reden konnten, bevor wir das hier zu Ende bringen. Und es freut mich auch, dass wir geredet haben, Morden. Fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein, Shepard. Habe bereits mit der Genophage geholfen, die Galaxie zu bewahren. Schmutzige Arbeit. Ethisch fragwürdig. Problematisch. Ja. Kollektorenmission einfacher, sauberer. Werde stolz sein, das im Biografie-Video von Morden Solis zu sehen. Außer wir sterben alle. In dem Fall bin ich posthum stolz. Einerlei. Ich danke Ihnen. Nach Morden? Das ist doch echt kein Thema. Du hilfst uns. Noch irgendwas? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Komme kaum zum Arbeiten. Noch etwas? Zurück an so, hier, wenn Sie mich brauchen. Das war quasi so seine letzten Worte vor unserer Mission und die will ich aus jedem unserer Teammitglieder noch rauskitzeln. Auch von Lad? Okay, Lad? Warum war dein Ladebalken? Jacob? Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Reden Sie mit mir. Es geht mir eigentlich mehr darum. Es geht mir gut, Shepard. Ich bin für alles bereit. Wir leben, können laut werden und auf der Citadel ein paar Drinks verschütten. Das ist wieder sehr schwach, deutsche Synchro. Sehr schwach. Wir sprechen später. Commander. Jacob. Puh, Leute. Wir bewegen uns echt aufs Ende zu. Das ist geil. Ich find's klasse. So. Als nächstes fahren wir in die Mannschaftsquartiere, dann ins Maschinendeck und dann in meine Kabine, um eine epische letzte Missionsrüstung auszuwählen. Ja, ja. Zumindest was die Farben angeht. Sonst stimmt die Rüstung eigentlich schon. So. Gucken wir mal weiter. Samara, ist irgendwas mit dir? Ja? Shepard. Danke für die 10 Minuten Wartezeit für ein Wort. Reden wir. Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen. Es ist mir immer eine Freude, mit Ihnen zu reden. Erzählen Sie von Justicaren? Ich würde gerne mehr über die Asari Justicaren. Wir nehmen einen besonderen Platz in der Asari-Kultur ein. Justikarinnen stammen aus einem anderen Zeitalter. Junge Asari sehen sich Videos über unsere Abenteuer an. Natürlich alles reine Fiktion. Manche Asari schätzen uns nicht sehr, aber es gibt so wenige Justikarinnen, dass die wenigsten schon mal eine getroffen haben. Rolle der Justikarin. Welche Rolle haben Justikarinnen Ihrer Ansicht nach in der Asari-Gesellschaft? Ich würde sagen, das vergleichbarste Äquivalent bei den Menschen sind die fahrenden Ritter aus ihrem Mittelalter. Gemischt mit einem Schuss Samurai. Okay. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich muss jetzt gehen. Shepard, bisschen netter. Vielen Dank für das Gespräch. Kein Ding. Noch irgendwas? Wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Ja, ja, ja. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ja, wenn das Ihre letzten Worte waren, dann waren Sie schwach.
Wie auch immer. Ich weiß ja noch nicht, ob es die letzten Worte sind. Es kann immer noch was sein. Mal sehen, ob Kazumi mal irgendwie mit uns reden will. Hey, haben Sie kurz Zeit? Ja. Ich weiß Ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Danke. Ich bin Keijis Greybox durchgegangen. Es ist schön, ihn wiederzuhaben. Wenn auch nur in dieser Form. Ich vermisse ihn. Kann ich verstehen. Gut, hier übrigens ein sehr lustiges Feature. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Shepard kann sich hier besaufen. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Das dauert mir einfach zu lang. Gut, dann können wir noch mit Zane reden. Zane, Krios. Brauchen Sie etwas? Mit Ihnen reden wollen. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Erinnerung an jedes Attentat? Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Jedes Schuldgefühl. Das stelle ich mir schwierig vor. Jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn sie jemanden erschießen, ist dann ihre Waffe dafür verantwortlich? Meine Waffe hat keinen Willen. Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es, aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Das ist unverantwortlich. Sie übernehmen also für Ihre Taten keinerlei Verantwortung? Nicht jede Tat meines Körpers ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Für gewollte Handlungen übernehme ich natürlich die Verantwortung. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Ich gehe. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Sie sind einsam. Sie haben in Ihrem Leben sehr viel Zeit alleine verbracht, Thane. Die Arbeit hat mich ausgefüllt. Ich habe gelesen. Und außerhalb meiner Familie mit kaum jemandem gesprochen. Es sieht so aus, als würde nach meinem Tod niemand um mich trauern. Sie sind seit 10 Jahren der Erste, mit dem ich Freundschaft schließe. Seht ihr, Leute, deshalb meinte ich, dass der sowas wie der beste Freund von Shepard wird. Das ist einfach meine Meinung, weil die beiden ergänzen sich irgendwie. Sie sind ein guter Mann. Der Rest von uns verliert genauso viel wie Sie, wenn Sie sich immer absondern. Es ist schwer für mich, beim Essen im Speisesaal des Schiffes zu sitzen. Ich bin daran gewöhnt, dass ich eine Wand im Rücken habe, mit Blick auf die Türen. Ich versuche, mich zu entspannen, meine Mitte zu finden. Es wäre doch mal cool, wenn man die wirklich mal am Esstisch sehen würde. Grunt, wie er sich dem Wanst vollschlägt. Ich rede immer nur von Grunts. Egal. Noch irgendwas? Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten? Später. Natürlich. Ich möchte erst... Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Kein Thema. Ich will hier durch. Ich will zu Miranda. Und zu Garrus. Und zu Legion. Dann noch zu Grunt, zu Tali und zu Jack. Leider zu Jack. Miranda? Nochmal danke, Shepard. Dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Orianna ohne Ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Klar. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Schön, Sie lächeln zu sehen. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Das wäre auch doof. Noch irgendwas? Ja, setz dich, komm. Schneller. Hopp, hopp. Los. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Wie Sie alle keine Zeit für Ihren Commander haben.
Ich meine, da bemühe ich mich nach Ewigkeiten mal hier runter und dann wollen die alle nicht mit mir reden. Ich glaube, es regnet. Garrus, bitte sag, dass du reden willst. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Schön, dass Sie hier sind. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Was ist mit Ilos? Okay, das habe ich noch nie gehört. Fragen wir einfach mal. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Mhm. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Ja. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Ja, mir allerdings auch. Okay, hier gibt's noch turianische Vorbereitung, das ist ganz lustig, deshalb werde ich das einfach mal fragen. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Vollkontakt-Sparring? Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Ihr könnt euch sicher denken, wie das geendet hat. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Deshalb liebe ich Garrus. Garrus ist auch richtig cool. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Ja, natürlich. Hallo? Dich brauche ich auf meiner letzten Mission ganz dringend. Gut, hier hätten wir uns jederzeit eine Mission holen können, aber ich hatte keine Lust, diese Mission zu machen. Ich habe kaum Nebenmissionen gemacht. Ich weiß, Leute. Bindet es mir nicht auf die Nase, ich weiß es. Aber ich mache selten Nebenmissionen. Das solltet ihr von Dragon Age wissen. Legion. Shepard. Ich will mehr über Sie wissen. Ich würde gern mehr über Sie wissen. Thema? Als wir Sie an Bord genommen haben, ist mir an Ihnen ein Stück festgeschweißte M7-Panzerung aufgefallen. Woher haben Sie die? Sie gehörte Ihnen. Als Sie verschwunden sind, wurden wir losgeschickt, um Sie zu finden. Wir haben bei Ihrem ersten Zusammentreffen mit den Heretics angefangen. Eden Prime. Nach dem Angriff der alten Maschine wurde die Verteidigung verstärkt. Man hat uns entdeckt. Das stammt von einer Gewehrkugel. Das war vor 2 Jahren. Sie haben 2 Jahre lang nach mir gesucht? Wir waren auf Terum, Pheros, Noveria, Vermeier, Ilos. 1 Dutzend unbesiedelter Welten. Die Spur endete beim Wrack der Normandy. Sie waren nicht dort. Übertragungen organischer Wesen sprachen von ihrem Tod. Wir haben Überreste ihres Kampfanzugs gefunden. Warum meine Panzerung? Das erklärt nicht, warum sie sich mit meiner Panzerung selbst repariert haben. Weil dort ein Loch war. Aber warum haben sie es nicht früher repariert? Oder mit etwas anderem? Keine Daten verfügbar. Ach, Legion. Das war cool. Okay, mit dem werde ich jetzt nicht noch weiterreden. Wir müssen auch irgendwann mal fertig werden hier. Ich mache das jetzt nur euch zuliebe, ja, weil ich nicht wirklich häufig mit meinen Teamkameraden hier geredet habe. Also versuche ich jetzt noch so viel wie möglich abzugrasen. Auch wenn das nicht viel ist. Ich weiß, ich weiß. Gut,
ab ins Maschinendeck, aufs Maschinendeck, whatever. Grunt, auf zu meinem Lieblingsfreund. Erdnott Grunt, das gefällt mir. Ich habe einen Clan, es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Ubenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Wir haben sie so beruhigt. Wir haben damit angefangen, weil sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt klingen sie gewalttätiger als je zuvor. Rex hat gesagt, ich sei normal. Weil ich im Tank herangewachsen bin, hatte sich da nur einiges angestaut. Da ich jetzt weiß, dass es nichts von außen ist und ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar. Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Ein Mann muss es vorbei sein. Ich habe nicht vor, ewig so zu leben, Grunt. Wenn Sie so reden, geben Sie die Kontrolle aus der Hand. Ich kneife jedenfalls nicht wie ein Feigling. Nur damit Sie wissen, wo wir stehen. Grunty, Shepard, mein Gott. Ich schaue nur mal vorbei. Menschen reden zu viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Das ist vorerst Shepard. Sonst sagt er was anderes. Nicht, dass er jetzt nicht loyal ist. Dann habe ich aber richtig ein Problem. Wir müssen alle loyal sein für diese Mission. Alle. Es geht nicht anders. Ich brauche Grunt. Tali. Healer, es tut mir leid, dass ich Sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Sie haben Besseres verdient. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte ihnen Zeit geben müssen, ihren Vater zu betrauen. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Kein Thema, Tali. Mach ich doch gern. Holen wir uns noch ein paar Vorbildpunkte. Ach ja, wir müssen auch noch mit dem Monster da unten reden. Jack, was du wollen, Jack? Ich musste diesen Ort von der Karte löschen. Sie haben mich hingebracht und dafür schulde ich Ihnen was. Sie wissen nicht, wie das ist, Shepard, wenn man solchen Müll mit sich rumschleppt. Man wird davon mehr gezeichnet, als man es erwartet. Ich weiß das durchaus. Ich habe viele schwere Entscheidungen getroffen, Jack. Darunter auch, was man besser hinter sich lässt. Es ist schwer, sich zu lösen. Man möchte meinen, es würde leichter, jetzt, wo der Laden nur noch ein Krater ist. Aber was weiß ich schon. Hat es sich verändert? Glauben Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich weiß, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Aber trotzdem will ich immer noch irgendwie jeden umlegen, der mir über den Weg läuft. Nichts für ungut. Ich wollte Ihnen helfen. Sind Sie sicher? Ich tue mein Möglichstes, damit Sie wieder in die Spur kommen. Und bitte keine Therapiesitzung, Shepard. Sie sind nicht der Couch-Typ. Ich hasse das Zeug sowieso. Diese beschissene Knastpsychologie. Sie haben mir einen Gefallen getan und das reicht. Es war mehr, als ich erwartet hatte. Ich komme schon klar. Gut, das ist die Hauptsache. Mehr will ich sowieso nicht. Gut, ich glaube, das danach mit den Teammitgliedern reden lasse ich mal. Es sei denn, sie gehen auf der Selbstmordmission alle drauf. Dann werde ich wohl neu laden. Gut, wie auch immer. Auf ins Quartier des Kapitäns, des Captains, des Commanders, von Shepards. Ab in unsere Kajüte. Der epischen Musik. Panzerung. Fürs letzte Mal die Farben ändern. Was nehmen wir? Irgendwas Episches. Yeah, schwarz, wir sind Men in Black. Yeah. Okay. Okay, das ist nur die Farbe. So haben wir gar kein Muster, auch toll. Schwarz-Rot gefällt mir. Lasst es uns angehen. Die letzte Mission, Leute. Ich werde sie jetzt beginnen. Es geht ab. Ich verspreche es euch, es geht ab. Es wird einfach abgehen.